Hallo liebe Zuschauer, heute berichten wir über die Messe. Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus. Wir waren in Stuttgart auf der Spielemesse, da gibt es aber noch viel mehr, war eine Riesenhalle, oder? Es gab mehrere Hallen und da waren wir unter anderem natürlich in Halle 1 mit ganz vielen Spielen, auch in anderen Hallen. Ich zeige euch das einfach mal in einigen Sequenzen. Ja, wir sind in Halle 1 reingegangen und was erwartet uns hier? Gleich driftende Autos. Es war richtig toll, faszinierend mit anzuschauen. Das gleich im Eingangsbereich ist natürlich toll für die Kinder, gleich das am Anfang zu sehen. Und das war wirklich faszinierend mit anzuschauen. Viele Ausstellungen natürlich und man sieht auch tolle Autos hier, wie die driften. Das war faszinierend mit anzuschauen, bevor wir dann letztendlich im oberen Bereich angelenkt waren. Hier sieht man einen Überblick über die Halle 1 Spielbereich und Bastelbereich und man sieht mal, wie viele Aussteller hier sind. Da könnt ihr locker einen Tag allein rumbringen, wenn ihr hier wirklich jedes Detail euch ein bisschen genauer anschauen wollt. Und im oberen Bereich sieht man den Lego-Bereich, dazu jetzt gleich ein paar Sequenzen. Also auf der Empore war dann Lego zu sehen mit etlichen Ausstellungen. Auch das war wirklich toll. Also selbst wenn man sich nicht so für Lego interessiert, sollte man auf jeden Fall mal da einen Blick riskieren. Ja, das hat den Kindern auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Schloss Neuschwanstein hier, die ganzen Gebäude anzuschauen. Teilweise konnte man selber spielen, man konnte auch im oberen Bereich kaufen, einzelne Tüten, limitierte Tüten und hier sieht man die AIDA. Ich glaube, da stand dabei 2 Jahre Aufbauzeit. Es waren überall Flyer dabei, wie lange das ging und hier Star Wars natürlich mit einer großen Reihe, also und die Piraten. Also ihr merkt, eine große Auswahl und da haben wir locker, glaube ich, eine Stunde mit verbracht, uns alles ein bisschen genau anzuschauen. Hängt natürlich immer davon ab, auf was ihr anlehnt, auf was ihr Lust habt, aber man sollte sich diese tolle Ausstellung auf jeden Fall nicht entgehen lassen, weil das hat richtig Spaß gemacht. Also bleibt da bitte dabei, das war toll. Hier der Erbauer übrigens von Hogwarts, auch da natürlich, ich glaube 70 Stunden hat er gebraucht, das sieht man jetzt hier, genau 70 Stunden. War überall toll beschildert, man konnte wirklich zuschauen und hier für alle Ninjago-Freunde, schaut euch mal den hinteren Bereich an, ist das nicht Wahnsinn. Also das hat Spaß gemacht anzuschauen und auch hier natürlich Twin Towers, wow, also allein das hier reinzubringen, die Halle das aufzubauen oder zusammenzubauen, auseinanderzubauen, bevor wir im unteren Bereich sind und auch sowas gehört natürlich zu einer Messe dazu, das ist immer spaßig, ganz witzig und immer eine wunderbare Abwechslung, bevor wir jetzt zu den Verlagen kommen und in dem Fall beginnen wir mit Korax Tudor, auch dieses Spiel werde ich euch demnächst vorstellen, das heißt wir werfen jetzt schon einen Blick, was demnächst alles kommen wird. Also Tudor ist auf jeden Fall auch bei mir auf dem Schirm. Das werde ich euch vorstellen. Genau das gleiche wie Vikings Gone Wild. Auch dieses Spiel. Ja, und die Rote Kralle, das habe ich euch schon vorgestellt. Das schaut auf jeden Fall mal rein. Und dann sind wir bei Habe. Habe ist bekannt für seine tollen, ja, Murmelbahnen, Baubahnen, Holzspielzeuge, sehr hochwertig. Auch wir haben so eine Bahn, so ein älteres Modell von der hier von Habe. Also wer schöne Kugelbahnen, abgesehen von Habe, die machen auch super Bahnen, sucht, der sollte hier mal vorbeischauen. Game Factory war natürlich auch vertreten. Claim habe ich euch schon vorgestellt. Die anderen folgen nach und nach. Also an dem Stand war auch immer sehr viel los. Und Gugong, auch dieses Spiel zeige ich euch demnächst in dem Video. Ja, ist so eine kleine Perle gewesen von den Herbstneuheiten. Da dürft ihr euch richtig drauf freuen auf das Video, weil es wirklich tolle Mechanismen hat. Und auch Festo vom gleichen Verlag Game Brewer. Auch dieses Spiel werde ich euch demnächst vorstellen. Auch eine Essen-Neuheit. Dann Joe Cars World natürlich mit tollen Spielen, Senators. Die ganzen Spiele werde ich euch teilweise noch vorstellen. Ja, und Le Pastrapé, ja, das habe ich euch schon vorgestellt. Ein älteres Video, was jung und alt sehr viel Spaß gemacht hat oder macht immer noch Spaß. Man sieht es ja hier auch an der Alina. Also es ist schon eine kleine Empfehlung, wer so ein hochwertiges Spiel sucht so für einen guten Preis, der macht ja nichts falsch, weil das Spiel macht richtig viel Laune. Das gleiche wie Moriyaku Kimu, das habe ich auch daheim. Vielleicht stelle ich es euch mal vor, ich mag ja durchaus abstrakte Spiele. Und Queen Games, diese Neuheiten habe ich euch schon vorgestellt. Ansonsten schaut auf jeden Fall mal rein. Es ist auch Kobold zum Beispiel mit Melias ein tolles Video draus geworden, um Basti für die Kenner unter uns.
uns. Schaut mal in das Video rein, auch das macht richtig Spaß. Weiter geht's bei Asmodee mit Orbis, auch eine Herbstneuheit, die ich euch demnächst vorstellen werde. Und hier natürlich noch eine Vielzahl an Neuheiten. Ihr merkt's, Cortex ist schon wieder auf dem Tisch, habe ich euch schon oft empfohlen. Decrypto übrigens habe ich auch ein Video gemacht, schaut mal rein. Piatnik auch mit einem großen Stand vertreten, nicht nur Activity, auch viele weitere Spiele, und Spiele konnte man unter anderem auch vor Ort kaufen. In dem Fall die Spieleoffensive war vertreten, da war richtig die Hölle los, also da war einiges. Und Exit, das Spiel, ja, ihr wisst, ich mag das Spiel von Cosmos, und auch die anderen Spiele, Imhotep bzw. Lost Cities, habe ich euch die Reihe schon vorgestellt, und auch Catan geht demnächst weiter. Dann sind wir bei HCM, Partyspiele teilweise, abstrakte Spiele, das Chameleon Partyspiel und Polar Smash, ein Geschicklichkeitsspiel. Auch da habe ich schon ein Video mit den Kindern gemacht, schaut mal rein. Das gleiche gilt für Amigo, hier sieht man nochmal die Herbstneuheiten, in dem Fall, die ich alle schon für euch dann aufgenommen habe. Natürlich Xcode, der eine oder andere hat sich direkt nach dem Video bestellt, und auch hier zum Spiel Lighthouse Run, was im Elias besonders gefällt, auch ein richtig schönes Familienspiel, und Ice Cool darf natürlich am Ende auch nicht fehlen. Ja, zwischendurch darf das Bauen auch nicht fehlen, das muss natürlich auch sein, gerade bei so einer Messe, kleine Pausen sind wichtig, die haben wir auch genutzt. Bevor es weiterging mit Kakalakula, haben wir euch schon vorgestellt von Ravensburger, den neuen Tiptoy stellen wir euch demnächst auch vor, und Spiral Designer war faszinierend, schaut mal, von Ravensburger, ist eine Neuheit, die ist jetzt rausgekommen, ich glaube, ich muss gar nicht viel dazu sagen, die Kinder, also meine beiden sind fasziniert, auch andere sind faszinierend. Das gibt es mit so einem Motor, auch ohne Motor, ist eine Neuheit, die jetzt auch endlich im Handel verfügbar ist. Also wer noch so ein kleines Geschenk sucht, für kleinen, großen Geldbeutel, schaut euch das auf jeden Fall mal an. Dann waren wir bei Hoch gibt es unter anderem auch Outback, SOS Dino, ein super Kinderspiel. Empfehlungsliste, Kinderspiel des Jahres dieses Jahr mit super süßen Dinos, aber auch einem tollen Mechanismus. Und Ballaballa, ich glaube, das sieht man automatisch, auch das Spiel werde ich euch demnächst vorstellen. Ja, NSV in dem Fall mit seinen Kartenspielen, Quick the Mind, The Game, tolle Spiele, auch dazu gibt es Videos, wer was sucht. Und ja, ich bin irgendwie beim Flipper hängen geblieben, schaut mal, die neue Dimension von Flipper-Automaten. Ja, in dem Fall gleich 70 Optionen hier, sich einen Flipper auszuwählen, schon ein hohes Preissegment, aber irgendwie faszinierend, es hat Spaß gemacht, mal wieder zu flippern, weil auch die Töne richtig gut rüberkommen, und hier einfach nochmal für den, der es interessiert, die Firma, die das produziert. Hier sieht man die Spieleausleihe, und da sieht man auch, es war Samstag, es war richtig viel los, aber es war dennoch angenehm, weil es so viele Hallen gab, wie gesagt, nur in Halle 1 in dem Fall die Spiele. Und wer so ein kleines Mitbringsel zu Farbton, Keramik, da habe ich schon oft auch online bestellt, in dem Fall gibt es natürlich für Spieler die entsprechenden Zubehörbedarf für, ja, für klein und groß. Ja, und da natürlich, ja, der Elias und die Alina vorneweg dabei, hat Spaß gemacht. Zwischendurch ein Espresso, ein Kaffee von der Bar. Also sowas ist immer mal witzig zu sehen, was teilweise die Aussteller hier auf die Beine stellen. Bevor wir anschließend Halle 10 gingen, weil Modell durfte natürlich auch nicht fehlen, Modellbahnen beispielsweise oder Flugsimulatoren etc., auch das konnte man hier sehen. Ferngesteuerte Bagger und Traktoren, richtig toll, da hatte Elias und die Alina auch ihren Spaß dazu zu schauen. Also Halle 10 sollte man, wenn man schon mal dort ist, auch nicht auslassen. Und hier sieht man Flugsimulator. Ja, uns hat die Zeit gefehlt, da noch reinzugehen. Ich würde es einfach mal so sagen, aber ansonsten sieht es witzig aus. Oh, was faszinierend ist, ihr kennt ferngesteuerte Autos, und ab sofort habt ihr so eine Brille auf, wenn ihr das wollt, und dann könnt ihr solche Wagen steuern in dem Fall. Ihr seht es jetzt hier, wie das gemacht wird. Ja, das ist echt Wahnsinn. Also wenn man das sieht, man hat so eine Kamera und steuert dann die Wägen über seine virtuelle Brille, das war super. Auch diese Puzzle finde ich wahnsinnig toll, für Kinder zum super Preis. Wenn das dann gepuzzelt ist, setzt ihr dann das entsprechende Auto draus und dann geht es los. Auch hier so ein Hit aus Amerika, da sind meine Kinder schon etwas zu groß, aber ich wollte es euch auf jeden Fall zeigen, weil vielleicht sucht es der eine oder andere als Geschenk, ich finde es ganz toll. Das haben wir übrigens für die Alina eingepackt.
bei dem Preis kann man absolut nichts falsch machen. Für ein paar Euro kriegt man hier so ein ferngesteuertes Auto, ist wirklich nur ein paar Euro. Das war richtig toll, hat Spaß gemacht. Ja, und wenn die Alina sowas will, dann will der Elias natürlich auch was. Weihnachten steht ja vor der Tür und hier gab es viel zu testen, auch zu einem super Preis. Und ja, auch wir haben hier zugeschlagen und das nächste Weihnachtsgeschenk steht fest, in dem Fall die etwas größere Ausgabe. Hier sind wir zum Abschluss bei Carrera. Es gibt ja hier Carrera-Bahn, wo man natürlich auch mitfahren konnten. War richtig cool, das mit anzuschauen. Nebendran war aber auch die Konkurrenz mit Zico in dem Fall. Das war dann eher für die geübten Spieler, hat aber auch damals, glaube ich, 2013 einen Toy Award bekommen in dem Fall. Die sind etwas schwieriger zu steuern, aber ich finde es schon einen Tick spaßiger. Aber Geschmäcker sind verschieden. Die beiden, Carrera und Zico, haben sich nichts gegeben und Alina hatte auch ihren Spaß. So, Elias, wir hatten ja richtig viel Spaß und das war deine erste Messe, oder? Wie fandest du es? Gut. Willst du mal wieder hin? Ja, weil da war's. Da waren Verkleidungen von Star Wars. Ja, die habt ihr jetzt auch gerade gesehen. Es war richtig toll. Übrigens, in Stuttgart sind es 10 Hallen. Und es ist nicht nur die Spielemesse, wo dort ist, insbesondere in Halle 1. Da gibt es noch einen Teil, wo man basteln kann in dem Fall. Da gibt es Modell und Hobby. Gibt es eine Babyhalle. Fahrzeuge. Ferngesteuerte Fahrzeuge. Genau. Dann, Foodtrucks. In einer Halle waren nur Foodtrucks. Spiele auch. Wir wollten ja noch was essen. War natürlich durchaus preislich. Eine Essenshalle. Genau, eine Essenshalle war da. Wir waren auf jeden Fall am Samstag. Wir haben nicht vorab euch das mitgeteilt, weil wir waren alle teilweise ein bisschen angeschlagen. Deswegen wussten wir nicht, ob wir überhaupt gehen am Samstag. Das haben wir dann kurzfristig entschieden, dorthin zu fahren. Und für dich war super, oder? Das ist eine Messe, wenn man sagt, man will mit der Family, es können auch nur Erwachsene hingehen, da habt ihr auch auf jeden Fall viel Spaß. Die Messe hat mich positiv wirklich überrascht. Ich war das letzte Mal vor 10 Jahren, glaube ich, dort. Und ich glaube, schauen, ob wir jedes Jahr hingehen, oder? Was meinst du? Ja. Was war denn noch so toll auf der Messe? Es war ja deine erste Messe, oder? Es war cool, alles. Alles war cool. Also wir hatten auf jeden Fall richtig viel Spaß. Ich kann es nur empfehlen, wenn einer Fragen hat, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ihr kriegt locker einen Tag rum. Wir haben auch nicht alles gesehen. Wir waren in Halle 1, waren wir sehr lange, Elias, und in Halle 10 waren wir, glaube ich, mit dem ferngesteuerten Auto. Boah, das war cool, oder? Also da erlebt man wirklich noch was Einzigartiges. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Das war super, oder? Mhm. Wo waren wir noch? In der Foodtruck-Halle, glaube ich, wo es Esser-Veggie-Halle gab es noch. In der Babyhalle waren wir nicht. aber es gibt ja welche, wo sagen, wo vielleicht Kinder haben oder irgendwann Kinder bekommen, die gehen dann auch da gern mal vorbei. Oder wenn man sich jemandem was schenken will, dann kann man da auch hin. Hat sich insgesamt gelohnt, war eine super Messe, kann ich euch wirklich empfehlen. Auch super mit der Familie. Samstag war natürlich durchaus voll. Ich weiß nicht, wie es Sonntag ist. Wir hatten aber genug Spielraum und genug Möglichkeiten, auch mal eine Pause einzulegen. Also, ich kann es echt empfehlen. Und du auch, oder? Und wenn's wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch oder ein Abo über Abos. Wir würden uns freuen. Von meiner Seite sage ich mal tschüss. Tschüss. Mach's gut. Bis bald. Bye, bye. Und vielleicht bis nächstes Jahr in Stuttgart auf der Messe, oder? Ja. Hallo Freunde, schön aufgepasst. Hier kommt der Spieleblock zu euch nach Hause.